Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute zeige ich euch mal meinen Plot, was ich wiederbekomme von der lieben Celine vom Griefergames.net Team. Und zwar war es so, Leute, ich habe ein paar Anträge geschrieben per E-Mail, dass mein Account gehackt wurde, habe Beweise vorgelegt und dann wurde mir das Plot übertragen auf meinen neuen Account Black70Crazy2. Und in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich hier so gemacht habe oder was hier bereits schon ist. Ihr seht ja schon, das Haus hat sich komplett umgeändert. Hier sind hier jetzt zwei, ja gut, die waren ja schon vorher da, aber die sind jetzt, kommen viel besser zur Geltung. Und ja Leute, hier sind direkt meine Endporter, meine Beacons, ihr seht schon, das Plot ist auf jeden Fall wert. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich das Video bekomme. So Leute, das Allerneueste ist auf jeden Fall, dass wir hier mein neues Truhenlager haben, wo ich alles eingelagert habe, Leute. Ich zeige euch jetzt nochmal das Plot ein bisschen. Und ja, hier mein ganzes Haus habe ich jetzt hier komplett neu gebaut aus Ton. Ich wollte mal was haben, was zu dem Plot passt. Und ich finde, es ist mir eigentlich recht gut gelungen, Leute. Und jetzt kommen wir erstmal zum Keller, würde ich denn mal sagen. Tut mir leid, falls es jetzt alles ein bisschen verwirrend ist. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Hier ist so ein kleines mittleres Lager, was ich nochmal komplett anders machen werde. Da werde ich nochmal irgendwas Deko-mäßiges hinmachen. Hier, Leute, ist schon mal der Schalter zu meiner Guardian-Form. Jetzt kommt man hier einfach runter. Und ja, hier ist nochmal ein richtig großes Truhenlager für Baumaterialien, die man halt viel mehr hat. Sowas wie Cobblestone oder Netherziegel oder einfach halt Gunpowder allgemein. Ich habe so viel Gunpowder. Wisst ihr gar nicht. Hier sind nochmal meine vier Wächter-Spawner, Leute. Und ja. So. Dann gehen wir jetzt hier mal wieder hoch. Und dann gehen wir mal direkt hier geradeaus. Und dann kommen ja auch schon direkt meine Creeper-Spawner, Leute. Drei übereinander setzt. Ich weiß, dass das nicht optimal geplaced ist. Aber trotzdem, ich bekomme hier einiges raus. Ich kann euch das auch mal ganz kurz zeigen. Leiter, bitte mach jetzt kein Auge. Wäre auf jeden Fall nett. Wartet, Leute. Zeige ich euch ganz kurz, dann müssen wir erstmal hier die Leiter runtergehen, dauert mal wieder 100 Jahre. Hier, ihr seht ja schon, hier ist alles voll mit Gunpowder. Also falls jemand von euch Gunpowder bei mir kaufen möchte, ich habe genug von dem Zeug. Könnt ihr mir gerne abkaufen, eine Doppelkiste kostet bei mir 1k. Direkt erstmal nochmal Werbung machen, werde ich wieder ein bisschen Geld verdienen. Ihr seht auch schon, ich habe wieder 43k, Leute. Ich habe wieder ein paar gute Deals gemacht, so bin ich wieder ein bisschen an Geld gekommen. Hier drüben ist so meine Brauecke und wo ich halt so meine Tränke brauche, wenn ich in Nether gehe und Quarz farme, brauche ich mir hier mal meine Feuerschutztränke. Hier ist ein kleiner Villager-Spawner, da gibt es unten nochmal einen abgeschlossenen Bereich, aber den muss ich noch ausbauen, Leute, den zeige ich euch ein anderes Mal noch. Und hier kommt jetzt das Heiligtum für Zwieback und Rypex, Leute. Das hat ein Kumpel von mir gebaut. Das ist auch geil, hier überall Zwieback und Rypex-Köpfe. Auch nicht schlecht, Leute. So. Dann machen wir mal P-Middle. Und zwar habe ich mir gedacht, ich baue sowas in antiken Style, sowas Olympia-mäßiges. Und dass sie so ein Feuer darstellen, das ist mir eigentlich auch recht gut gelungen, wie ich finde. Ihr könnt ja eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare schreiben. Aber das ist ja noch nicht alles, was mir Celine zurückgegeben hat. Celine hat mir ja auch noch meinen Plot auf CityBuild 5 zurückgegeben, was ich derzeit auch verkaufe. Und ich verkaufe auch das auf CityBuild 3, Leute. Und wartet mal, wir gehen jetzt mal ganz schnell auf CityBuild 5, muss ja noch mal ein bisschen laden. So, oh, leckt das mal. Moin. Hier direkt, Leute, der Tannenbaum, wer kennt ihn noch? Alles hier schön mit Quarz. Das Plot habe ich auch zurückbekommen. Wir sind hier übrigens gerade in der Golden Hand Region, was alles zum Golden Clan gehört. Weil ich war früher mal im Golden Clan, bin es natürlich auch immer noch. Hier ist ein kleiner Streich, der ist jetzt unüblich. Hier ist jetzt noch so ein kleines Lager und den Rest kennen sicherlich einige von euch schon. Meine zwei Spawner und dann noch einmal meine Zuckerform, Leute. Das war's eigentlich jetzt schon von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Ich weiß, das Plot hier war jetzt nicht so ausführlich, aber dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Müsst einfach mal schauen, auf meinem Kanal ein bisschen durchscrollen, was euch so gefällt. Und dann würdet ihr das Video dazu schon finden. Okay Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.